So, Leute, auf geht es ins Falcon Field. Ja, Zeit mal die ganzen Carrier-Missionen hinter uns zu lassen. Hier fehlt uns nämlich nur noch 8 Sekunden. Und das ist halt so eine Orientierungsgeschichte jetzt hier. Also ich muss genau wissen, wo die Gastanks sind. Die Gastanks. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen umgucken. Mal erstmal das. 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 Und hier ist der nächste. Ist egal, dass ich den jetzt nicht gekriegt habe. Und hier ist dann der letzte. Okay, gut, gut. Damit lässt sich was anfangen. So, okay, dann weiß ich jetzt schon, wie ich fliegen muss. Ja, so einfaches Fliegen. So. Hiya! Und das. Und einmal hier. Ah, shit. Zeit gelassen. Blöd. Aber da wären wir schon beim letzten. Und wir haben uns zumindest mal verbessert. Das ist doch schon mal okay. Gut. Ja. Yeah. So. Und zack. Und den hier. Haha. Okay. 49 Sekunden dürfen am Ende noch übrig bleiben. Das heißt, um 2,1 Sekunden müssen wir uns noch verbessern. Aber das ist doch... Eigentlich ist schon mal okay. Für den Moment. Fortschritt ist zumindest erkennbar. Aber ist das die optimale Route? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier müssen wir nochmal neu starten. Auch hier kommt es wahrscheinlich einfach nur wieder darauf an, das möglichst perfekt zu machen. Vom Stampfer her klappt das sehr gut, aber ich glaube, die Route ist halt einfach noch nicht so perfekt. Und das macht dann halt so diese zehnte Sekunden aus. Oh, nee, nein, nein, nein! Das ist jetzt so eine Art Running Gag mit dem Komma 1 oder was? Erst bei Orion Plaza und jetzt hier. Ach, fuck. Mann. Oh, das war ja klar. So, Leute, und bevor ich euch jetzt hier die ganzen Versuche zeige, die 21,1 Sekunden irgendwie noch zu unterbieten, ich erspare es euch einfach mal. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat einfach nicht mehr geklappt auf einmal. Und bin dann irgendwann hingegangen und habe nochmal irgendwie alternative Routen versucht. Mal ohne Aufnahme, einfach mal so an der Konsole für mich mal ein paar andere Routen getestet, beziehungsweise eine andere Route getestet. Ja, und wie sollte es natürlich mal wieder kommen. Ich habe dann dabei bei diesem Training die Platin-Medaille geholt und das kann ich euch anhand von 2 Aufnahmen ja einfach mal zeigen. Fangen wir mal hiermit an. So, hier, da ist leider jetzt die Aufnahme schon mal ein bisschen abgeschnitten, dummerweise. Also ihr seht, ich bin erst an den hinteren Gastank. Der mich die ganze Zeit so die Zeit gekostet hat zum Hinfliegen am Ende. Und habe ihn direkt am Anfang erledigt. Und das, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, weiß ich auch nicht. Es war immer noch keine gute Zeit, aber das hat zumindest jetzt mal für Platin gereicht. Geht aber immer noch besser, wie auch die nächste Aufnahme beweisen sollte. Auf geht's. Zack. Ja, auf die Idee hätte ich einfach mal viel früher kommen sollen. Dann hätte ich mich da nicht so wahnsinnig gemacht, diese 21,1 Sekunden noch zu verbessern. Wobei ich ja wirklich dann eigentlich fast schon stolz auf mich bin, dass das mit dieser Route so gut geklappt hat. Das hier war jetzt zum Beispiel auch nicht optimal, da bin ich am Gebäude hängen geblieben. Aber es hat dann einfach am Ende gereicht. Immerhin 20,3, damit kann man doch zufrieden sein. Ja, und somit wäre diese Platin-Medaille dann auch geholt. Aber
Wie geht es weiter? Ja, dann würde ich mal vorschlagen, bleiben wir doch einfach mal bei Bombi und gehen zum Dagger Pass, weil das traue ich mir doch am ehesten zu, aber auch das war verdammt schwer. Wir erinnern uns alle an den Stampfer in der engen Spalte. Ja, wir machen das jetzt auf Platin. Wir müssen ja nur ganze 12 Sekunden besser werden. Ach du Scheiße, fast 13 Sekunden besser. Danke, Amber. Wir tun das. You can do this. Aber wie? Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Taktik. Ich mache das einfach nach Gefühl. Ah. Etwas zu wenig Gefühl gehabt. Oh. Schade. Sah gar nicht schlecht aus. So schnell 3 erledigt. Wobei, so schnell ist gut. Ich weiß nicht, ob das schnell... Wow. Ich weiß nicht, ob das schnell war, ehrlich gesagt. Das war hingegen sehr, sehr kläglich. Aber auch kläglich. Muss es halt manchmal hier zugehen. Auch manchmal, ja. Wäre das nicht der Standard. So, okay. Der Kläglichkeitskuchen. Wir haben ihn wieder. Das war jetzt wiederum nicht gut. Da habe ich jetzt viele Sekunden verloren. Ich habe ja jetzt nur noch 35. Das ist ja scheiße. Das dauert zu lang. Aber egal, ziehen wir es einmal durch. Dann kann man immer noch optimieren. Ach, das ist ein Mist, ey. Das gibt's nicht. Ich war immer zu hoch. Ich war immer zu hoch gerade. Ah, das ist so Millimeterarbeit und du traust dich einfach nicht, dann nur zu stampfen. Hier jetzt mal. Ja, weil... Teilweise geht es so schnell. Teilweise gehen sie so schnell weg. Uah. Gerade der hier, also bei dem traue ich mich bestimmt nicht zu stampfen. Ah, ein Glück. Wäre ich jetzt nicht darauf gelandet, wäre er zu tief gekommen. Dann hätte er wieder sagen können, so tief, Rüdiger. Ja. Ja. Nein! Oh, ich war doch so gut! Das hätte klappen müssen! Das hätte klappen müssen! Und wir waren so nah dran, jetzt schon. Boah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Weil ich bin sicher, der nächste wäre ja genau gegenüber gewesen. Der nächste wäre genau gegenüber gewesen. Das hätten wir in den 8 Sekunden noch geschafft, wenn ich den gekriegt hätte. Bin ich ganz sicher. Jetzt bin ich von der Zeit her wieder schlechter. Ah, ist das ärgerlich. Wenn man von der Zeit her so gut dabei ist, ist das richtig ärgerlich, wenn das dann nicht klappt, ey. Ich bin jetzt viel, viel schlechter als gerade bei dem Versuch. Hab jetzt schon nur noch 10 Sekunden knapp. Jetzt wird es zum Beispiel nichts mehr. Ist auch egal, das hätte eh nicht mehr geklappt. Ah, ist das ärgerlich. Na gut. Weiter geht's. Da muss ich mich jetzt... Ah, ein bisschen konzentrieren. Aber ich glaube, hier hatte ich auch noch nie Platin. Habe ich das damals nicht Matze machen lassen? Das könnte ich jetzt bei fast jeder Mission könnte ich diese Frage stellen. Habe ich das damals nicht einfach Matze machen lassen? Und ich glaube, ja. Saline Watch habe ich damals geschafft. Glaube ich vor ihm. Ich wollte eben schon abbrechen. Was auch immer das für einen Sinn machen sollte. Aber dann habe ich sie doch um Haaresbreite erwischt gerade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich bin wieder zu langsam. Ah, 10 Sekunden jetzt noch. Ah, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Etwas zu früh. Ich habe gedacht, der kommt jetzt schon wieder. Ah, aber egal, es wären auch nur noch 3 Sekunden gewesen, das hätte ich eh nicht geschafft. Aber wir wären zumindest einmal nah dran gewesen,
Bisher war die Mission ja noch nicht mal beendet. Aber wir sind hier auch noch immer... Ich nenne es einfach mal die Übungsphase, weil wir wissen jetzt... Was jetzt am Plan... Danke. Dan ist völlig wahnsinnig geworden. Ich bedanke mich bei dir. Für den Follow. Ach ja. Das solltet ihr alle machen. Jetzt in diesem Augenblick. Ach man, ich bin schon wieder viel zu langsam. Das geht so nicht. Oder vielleicht sollte ich sie doch einfach mal wirklich ein bisschen vorsichtiger spielen, mal eine schlechte Zeit hinnehmen und einfach mal gucken, dass ich ein Gefühl dafür kriege, anstatt immer jetzt direkt hier abzubrechen. Was heißt direkt abbrechen? Die meiste Zeit bin ich einfach legitim verreckt. Legitimes Verrecken mit Weehawk. Ha! Oh. Oh. Das reicht wieder nicht. Das reicht wieder nicht. Aber egal, egal. Jetzt ziehen wir es einmal durch. Ach, was für ein knappes Zeitlimit, ey. Schon wieder nicht? Wie lange braucht er bei dem, bis er wieder zurückkommt? Weil wenn ich den ja nicht sofort dann da vorne erwische, dann verliere ich ja wirklich, was weiß ich, wie viele Sekunden. Ach du liebe Zeit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so lange braucht, um zurückzukommen. Das ist schlecht. Das ist sogar ganz schlecht, weil... Dann bin ich mir gerade nicht sicher, ob die 8 Sekunden vorhin gereicht hätten. Ah! Wobei, ich glaube, das war eine andere Situation. Ich bin mir jetzt gerade... Ach Gott, ist ja auch egal. Ah, shit, hängen geblieben. Ah! Den hätte ich erwischen müssen, egal. Nee, was heißt egal? Das klappt so nicht. Ah. Ich habe noch keine wirkliche Taktik. So. Ja. Das war gut. Das war sehr gut. Oh, jetzt habe ich mal richtig Zeit. Im Vergleich zu gerade habe ich richtig viel Zeit. Ja. So, jetzt keinen Mist bauen. Ja! Ja! Wir haben's! Ja, no trouble at all am Arsch. Aber egal, wir haben's. Platin. Boah, mit dem ersten abgeschlossenen Versuch. Gucken wir uns das nochmal an. Bisschen Glück jetzt auch gehabt, dass ich die letzten beiden schnell erwischt habe. Aber ich habe es jetzt ganz ohne Stampfer gemacht, also... Ich glaube, Matze hat hier die Stampfer-Taktik eingesetzt. Was natürlich echt viel Timing, viel gutes Timing erfordert. Also, sich das überhaupt erstmal zu trauen, das ist so... Also, es kostet so Überwindung in dieser einen winzig kleinen Sekunde, die du da hast, zu stampfen. Das kostet echt Überwindung. Ich weiß gar nicht, was er damals für eine Zeit hat. Ich denke, dass sie besser gewesen sein müsste als das jetzt. Aber immerhin, wir waren etwas mehr als 4 Sekunden drunter unter der Platin-Zeit. Das ist ja schon mal super. Sehr schön. Okay, wir haben auch Dagger Pass. Und damit eine Sorge weniger. So, machen wir doch nochmal Scarys, oder? Scarys ist schön. Scarys ist eine schöne Rennstrecke. Wir müssen ja auch nur 18 Sekunden besser werden auf einer fucking Rennstrecke. Ja, ja. Wow, mit Amamul wird das schon. Ah, warte mal. Nee, muss ich nochmal kurz neu machen. Turbostart und ich ist mir jetzt gerade mal egal. Ich will was ausprobieren. Geht das nicht? Doch, es geht noch. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, geht das nicht mehr? Ein bisschen cheap, ne?
Auf der anderen Seite war ich jetzt so schlecht, es rauszufinden, dass ich trotzdem im Endeffekt nicht viel besser bin, als wäre ich die normale Abkürzung gefahren. Ah, okay. Hä? Okay, was zur Hölle ist hier gerade los? Von welchem Winkel muss ich denn da nochmal reinfahren? Das ist gar nicht so einfach. Und ich dachte, es wäre einfach. Okay, wir kriegen doch kein einfaches Platin hin. Wollten wir was Einfaches gönnen mit einer Abkürzung, aber ich krieg sie gar nicht hin. Boah. Ja, zumindest kriege ich sie in der ersten Runde hin. Ah, shit. Vielleicht ein bisschen angewöhnen, noch ein bisschen länger außerhalb der Brücke zu fahren. Mal ein bisschen besser. So, nochmal. Ja, oh, das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Habe ich schon erwähnt, dass das gut geklappt hat? Okay. Ich weiß nur trotzdem nicht, ob ich jetzt gerade auf Platin-Kurs bin. Das ist alles verrückt hier. Ha! Scheiße! Ah, jetzt bin ich lieber auf Platin-Kurs. Ah. So ein Dreckmist. Jetzt fahre ich eine ganz legitime Runde ohne Abkürzung gerade. So ein Dreck. Keine Ahnung, ob es jetzt noch für Platin reichen kann. Das hat Matze damals bei Platinum Hunters gemacht und ich wusste nichts davon, dass das geht. Ich kannte nur die eine Abkürzung. Also sprich diese hier. Und da habe ich fertig gemacht damit. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es für Platin reicht. Wenn es damit nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Okay, es reicht für Platin, aber trotz dieser heftigen Abkürzung, die eigentlich so vom Spiel wahrscheinlich nicht vorgesehen ist, gehe ich mal von aus. Nur 6 Sekunden unter Platin. Ich glaube, Matze hat irgendwie 1 Minute 5 oder so dann gehabt, weil er es wirklich perfekt hinbekommen. Wie hast du das so perfekt hinbekommen? Wie hast du das so perfekt hinbekommen, ey? Das gibt's doch gar nicht. Egal, Platin. Nochmal ein leichtes Platin. Ja, aber cool, was alles geht, ne? Mit der normalen Abkürzung ist das fast nicht zu schaffen übrigens. Also, ich weiß nicht, was genau Rare sich dabei gedacht hat. Es ist wirklich teilweise so, ich glaube, manchmal haben sie ihre Platin-Zeiten einfach irgendwie ausgewürfelt oder so, weil es ist wirklich verrückt. Gut, würde mal sagen, dann ist das jetzt mal ein kürzerer Part. Ich glaube, mit 3 Platin-Medaillen muss ich mich jetzt hier erstmal zufrieden geben, weil wer weiß, wie lange die nächsten Missionen dauern. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.